Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Star Trek Online. Und ja, heute geht es weiter mit dem Zeitportal, mit der Mission Unverendete Vergangenheit. Und ja, wir müssen immer noch Mirel Peres retten und ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge. Und wir benutzen mal jetzt das Portal und schauen, wo es uns hin teleportiert. Wo die Vergangenheit verändert wird und hier irgendwas schief geht. Ich würde gerne hier Pause lesen. Okay, wir müssen der Enterprise helfen, außer TOS-Zeit, wie ihr gesehen habt. Und ja, das werden wir jetzt auch mal tun. Und eröffne mal das Feuer. Weil die Enterprise, wie ihr seht, hat schon einiges an Schaden genommen. So, mit meiner kleinen Superwaffe hier mal auf das Klingonenschiff schießen und erstmal platt machen hier. Lass mal schön die Enterprise in Ruhe, ihr Schweine. Sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Achso, ja, ich habe ja noch eine Mine, stimmt. So, das Schiff wäre erledigt. Jetzt gehen wir aufs nächste. Bisschen Hülle abziehen, besser gesagt, bisschen Schilde. Das hilft immer. Traktorstrahl, dass es nicht weg kann. Paar Minen drauf. Wunderbar. Also mit dem Schiff. Ah, jetzt, was ich sagen, hä? Das muss doch mal langsam in die Luft gehen. Es war doch schon zerstört. Und ja. Oh, meine Hülle geht runter. Das passiert, wenn man nicht drauf achtet. Dann ist man ganz schön mal Schrott. Und bam, bam, bam. Jawohl, immer schön drauf. Wow. Und schnell heraus aus der Explosion ist mein Schiff auch gleich weg. Wow, 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 wow. Ja, der hat Schilder hat ausgeschaltet, wie ihr gesehen habt. Hä? Folgen Sie der IKS Warring. So, Spock freut sich, aber was ist mit Captain Kirk? Wo ist Captain Kirk? Und tschüss, Mr. Spock. Kann man leider nicht machen, sonst tun wir die Zeitlinie beeinflussen. Das kann man nicht machen. Da sind sie. Mal schön voll Impuls nehmen. So, und alles abfeuern, was wir haben. So. Wir gehen mal auf die IKS Warring und Warwick. Oh, da haben wir auch schon rein, die Schiffe. Eieiei. Okay, jetzt hat das Schiff gewechselt. Warum auch immer. Das war schön lila. Torpedo leuchtet, der ist schön lila. Ich glaube, das ist ein Tuntenschiff. Schulettenschiff. Für Schulen. Von Farbe her passt das. Also nichts gegen Schule, aber das war jetzt gerade nur so, weil es so aussah von der Farbe. Ich habe natürlich nichts gegen Schule, keine Sorge. Nicht, dass sich da irgendjemand angesprochen fühlt.
wenn hier ein Schüler zuschauen sollte, bitte nicht angesprochen fühlen. Das ist keine Beleidigung gegen Schüler. So, jetzt tun wir mal das Schiff scannen. So. Da müssen wir hin. Weil das Schiff ist derweil abgehauen. Vor uns. Aber nicht mit uns. Wir verfolgen euch und machen euch platt. Und dann retten wir mal Miral Perwis. Weil sie muss in ihre Zelt zurück. Wo sie hingehört. So, Schilder abziehen. Torpedos reinkrachen. Paar Minen rein. Bäm. So, das Schiff ist ausgeschaltet. Wir stoppen mal. So. Und jetzt mal rein mit dem Team. Dann hauen wir ab und dann können meinetwegen die Minen auf das Schiff drauf gehen und das Schiff in die Luft jagen. Das ist mir voll egal. Ich brauche keine klingonische Schrottmühle. So. Dann werden wir sie mal suchen auf dem Schiff, wo sie steckt. Aha, hier brennt es schön. Oh, hier kommt der erste Klingon. Der haut schon wieder ab hier. Da tschüss. So. Verschwindet. Blöden Klingon. Noch haben wir die Kiste auch noch gleich. Ja, die sind gerade alle beschäftigt mit dem Schiff reparieren, wie es aussieht. Aber nicht mit uns. Wir nehmen hier alles auseinander. Und dann noch die Kiste. Na, nehmen Sie mal. Wunderbar. Was haben wir hier? Etwas Loot, ja, nehmen wir auch mal mit. War es nichts Wichtiges außer das Hippospray, aber wir nehmen es mal mit. Hippospray ist eigentlich immer mal gut. Der kleine Snack für zwischendurch. Da ist nichts hinter, alles klar. Auf die nächsten Klingonen. Hier kommen schon die nächsten. Der ist auch schon wieder weg. Na, du halt auf den Klingonen. Sie genug das drauf schießen. Der kein Problem. Bäm. So schnell sind sie erledigt. Diese vielen Sonarkisten. Ich glaube, ich verkaufe den Schrott. Was soll ich mit den ganzen Scheiß Sonarkisten? Die haben nur Platz weg im Inventar. Oh, hier ist noch ein bisschen mehr Loot. Was macht denn ihr schon wieder? Macht ihr schon wieder Terror auf dem Schiff oder was? Oh, ja, klar. Die suchen aber auch alle Stress, hätte Klingonen. Erledigt. Aha, wie wacht denn die Brücke? Hm? Ihr habt mal gewacht, würde ich sagen. Ihr habt gewacht. So, wunderbar. Wir machen ja richtig Fortschritt in der Mission. Kommt schnell voran.